Das wirst du nicht mehr brauchen, Schnuckelchen. So. Ach, können wir jetzt einfach vorbeigehen? Das finde ich gut. Ich habe immer noch kein Ticket. Ich habe immer noch kein Ticket. Stehen bleiben! Fuck. Sieh an, sieh an, sieh an. Was haben wir denn hier? Bist du nicht etwas alt, um über die Absperrung zu springen? Hören Sie, es ist nicht, wonach es aussieht. Na, das sagen Sie alle. Wirklich, hören Sie, Officer... Officer Murray, dein Freund und Helfer. Ich kenne Typen wie dich. Glaubst du wirklich, du kommst hier einfach raus, nur weil du dich dumm stellst? Naja. Warum wolltest du dich hier ohne zu zahlen durchschummeln? Also ich bin ein armer, glückloser, irischer Einwanderer. Oh, großer Gott, was soll ich jetzt nur werden? Sehen Sie, Murray, ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge einen Verdächtigen. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Wo waren Sie zwischen 9 und 10 Uhr morgens? Ne, komm, wir sagen einfach die Wahrheit. Ah, es ist doch nicht meine Schuld. Die Lady am Schalter. Kommen Sie schon. Die ist nun wirklich kein Kandidat für den Angestellten des Monats, die alte Hexe. Du meinst Betty? Ja. Ja, das Monster. Betty, die fette Meereshexe. Sie hat mich einfach ignoriert. Sie hat mich ignoriert, wie Jessica Chabot meine E-Mails ignoriert. Ich meine, das war Betty. Ah, Betty. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Aber egal, das entschuldigt nicht dein Verhalten. Du gehst nirgends hin, bevor ich meinen Bericht fertig habe. Na super. Sag bloß, ich muss jetzt warten, bis Murray lesen gelernt hat. Vergiss es, ich muss jetzt sofort hier raus. Wenn ich's heute nicht zur Arbeit schaffe, dreht mein Boss durch. Der hat auch echt nicht unbedingt viel. Hey, Moment mal. Arrakis? Schloss Wolfenstein? Tron? Area 51? Wow! Sie sind ja ein richtiger Weltenbummler. Und Grillfan. Die interessieren mich nicht. Was ist denn da überall? Auf dem Mond natürlich, klar. Hey, Moment. Wow! Die braucht man zum Grillen. Die nehme ich lieber nicht mit. Könnte gefährlich sein. Ein Globus? Ein imposanter Globus. Wie schwer der wohl ist. Schätze so etwa 6 Whoopi Goldbergs. Was? Damit ich zerquetscht werde? Vergiss es. Bolzen. Sitzt richtig fest. Sitzt richtig... Kohle, 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 Kohle. Ich kenne jemanden, der ganz scharf auf Würstchen ist. Betty. Damit laufe ich bestimmt nicht rum. Ach komm, Murray. Officer Murray, dein Freund und Helfer. Also... Leute, die am Flug, nee, hier an der U-Bahn stationiert werden, die sind auch irgendwie, die haben auch einen an der Klatsche. Heilige Macaroni! Sie haben da aber einen beeindruckenden Globus, Murray. Das ist der Kleine. Ich war schon in einer Menge Ländern. Was? Für jedes steht da eine kleine Murray-Figur. Ist der denn so leise? Die gerade mal in Optionen gucken. Stimmen hoch. Stimmen sind schon relativ hoch. Ich mach die Musik mal noch ein klein bisschen leiser. Was? Können wir den Bolzen nicht lösen mit Teleskopstange? Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Oder mit dem Draht. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Können wir ihn nicht bestechen? Ja, klar. Almosen sind was für Nonnen. Ja, aber Bestechungen sind was für coole Typen. Oder... Das ist der Geldbeutel von meinem besten Freund. Den sollte ich zurückgeben.
Ohne das Geld, na klar. Das ist der Ausgang, aber da komme ich jetzt nicht raus. Nicht so schnell, Junge. Ich sagte, du bleibst hier, bis ich mit dem Bericht fertig bin. Wieso ist er denn so leise? Ich bin ungeschickt und legasthenisch, wenn es um Papierkram geht. Kann also noch eine Weile dauern. Aber ich komme zu spät zur Arbeit. Du warst sowieso schon spät dran. Ein paar Minuten mehr machen es jetzt auch nicht fett. Also hinsetzen, Klappe halten. Ich muss mich konzentrieren. Mann, so hänge ich hier bis Mitternacht fest. Ich muss einen Weg hier rausfinden oder ich verliere meinen Job. Was gibt's denn noch hier zu gucken? Bilder und hier ist noch eine Figur. Ein Globus voller kleiner Murrays. Es hat begonnen. Sie sind bereits hier. Hey, Mini Murray, du gehörst jetzt mir. Was? Können wir jetzt... Nee, rührt sich nicht. Wenn ich vielleicht ein bisschen Schmiermittel hätte. Gelockerter Bolzen. Bloß weil die Figur da entfernt, vielleicht mit dem... Das ist einfach nur dumm. Keine Ahnung, aber da ist doch bestimmt viel Fett drauf auf so einem Sandwich. Kleber hilft bestimmt auch nicht. Das muss nicht geklebt werden. Oh, fettiges Papier, ne? Der Globus wackelt ja wirklich wie ein Rattenschwanz. Das riskiere ich lieber nicht. Können wir das Fett nicht an den Enden? Hey, da mache ich doch alles dreckig. Hey, da mache ich doch alles dreckig. Das wird nicht klappen. Hey, da mache ich doch... Nee, rührt sich nicht. Ja, du hast doch Schmiermittel, Randall. Mal sehen, was passiert. Und los geht's. Uh-oh. Nein! Oh, na toll. Verschwinde, ihr Junge. So, wiedersehen. Okay, genug rumgelabert. Ich brauche ein Ticket und ich brauche es jetzt. Die kenne ich nicht. Ich vermeide den Kontakt mit Fremden, soweit es geht. So, Betty. Hallo nochmal. Könnte ich jetzt endlich mein Scheiß-Ticket haben? Naja, weiß nicht so recht, du kleiner Klugscheißer. Ich war nicht so begeistert von deinem Klebestreich. Hören Sie, Lady, ich muss zur Arbeit und ich glaube kaum, dass der Officer in dieser Sache eingreifen muss, oder? Na schön, hier ist dein blödes Ticket. Jetzt hau ab! Yes! Randall wins. Ja! Ach, der Emerson Express. Ist die Threepwood Station, Randalls Wohnung. Dann auf zum Emerson Express. Manchmal gibt es Gegenstände, die man nicht nehmen kann, aber man kann es aufgeben und sie ein- und abschneiden und so weiter. Okay. You shall not pass. Geil. Ich raff doch so ein paar Anspielungen. Hätte ich nicht gedacht. Er sieht irgendwie weggetreten aus. Na, alter Fatzke. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Ein Verkehrskegel? Ein Verkehrshütchen. Den kann man vielleicht auch zweckentfremden. Den zweiten nimmt er nicht. Ein Loch. Wenn da nicht so ein kleines Loch oben drin wäre, wäre es unmöglich, den Gullideckel hochzuheben. Nein.
Wer weiß schon, welche Gefahren unten in den finsteren Abwässerkanälen lauern. Killerkrokodile, mutierte Schildkröten. Tja, wir werden es wohl nie erfahren. Das stimmt wohl, aber wir kommen jetzt schnell zur Arbeit. Good morning, Vietnam! Na, sieh einer an! Mein Star-Angestellter, meine rechte Hand, mein Glücksbringer, der gerne mal untertaucht. Ich frage mich manchmal, wann wird er uns wohl wieder mit seiner Anwesenheit beehren? Tja, das, War das Sarkasmus? Weil das wäre irgendwie unhöflich. Schluss mit dem Scheiß-Hex! Sogar meine heißgeliebte Ex-Frau würde hier einen besseren Job machen als du. Wir wissen beide, dass dein Arsch um Punkt 9 hier zu sein hat. Und jetzt ist es Mittag! Das Päckchen hier hätte schon vor Stunden zur jährlichen Koala-Convention geliefert werden sollen. Und bis jetzt war ich wirklich mehr als geduldig, was dich angeht. Hören Sie, wenn Sie noch ein klein wenig mehr von dieser Geduld opfern würden, würde ich Sie angenehm überraschen. Oh, übrigens, bitte schreien Sie mich nicht so an. Mein Vermieter hat mich bereits angebrüllt und ich habe einen Mordskater. Ah, das erinnert mich an was. Ich brauche einen Vorschuss. Was? Sehen Sie? Überraschung. Wo soll ich anfangen? Weißt du noch, als ich dir Freitagabend gesagt habe, du sollst den Laden dicht machen und dir den Schlüssel gegeben habe? Ja, klar. Ich bin natürlich auch ein guter Angestellter. Ist auch ein sehr seriöser Laden, hier möchte ich nebenbei auch mal sagen. Also hier von dem Laden möchte ich auch gerne Päckchen geliefert kriegen. Das ist einfach toll. Natürlich. Ich bin ein guter Angestellter. Wenn du das wärst, wärst du um 9 hier gewesen, um den Laden aufzumachen. Gottverdammt, Hicks, das ist der einzige Schlüssel. Es ist mein Schlüssel. Und ich habe ihn dir anvertraut, obwohl du ständig Bürosachen geklaut hast. Das liegt daran, dass ich an Kleptomanie leide. Und ganz ehrlich, das hat nichts mit der gegenwärtigen Situation zu tun. Es ist eine Krankheit und es ist sehr unhöflich, dass Sie das ansprechen. Ach, halt die Klappe! Bei Gott, halt einfach die Klappe! Und her mit dem Schlüssel! Ich fang gerade erst an. Also, ich glaube, da sind keine Schlüssel in meinem Inventar. Oh, warte mal. Jetzt kapiere ich. Das ist also der Teil, wo ich den Schlüssel finden muss, um weiterzukommen und... Du hast den verdammten Schlüssel verloren? Ich hab dir gesagt, du sollst ihn mit deinem Leben verteidigen. Und das hab ich. Ich schwör's bei den üppigen Kurven von Super Zuckerschnecke. Wie kannst du es nur wagen, ihren Namen auszusprechen, du mieses, schamloses Schwein? Oh, das war nun wirklich zu viel, Mr. Emerson. Ich könnte ein Diktiergerät bei mir haben und Sie jetzt verklagen, das wissen Sie, ja? Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, so eins habe ich auch nicht im Inventar. Du hast es gewagt, meinen wertvollsten Besitz zu entweihen. Oh, kommen Sie schon. All das wegen eines blöden Schlüssels? War der aus Platin oder was? Im Ernst, war der aus Platin? Wenn das der Fall ist, müssen wir ihn finden. Vergiss den verdammten Schlüssel, Hex! Ich rede über etwas, das ich in meinem Safe aufbewahre. Also, das ist, natürlich auch sehr seriös, wenn man für seinen Laden nur einen Schlüssel hat. Das ist, auch ziemlich sicher. Oh, Entschuldigung, aber ich muss das einfach nehmen. Sie meinen die Karte von Scap Island? Ich rede von der ersten Ausgabe des offiziellen Wonder Comics Katalog. Veröffentlicht 1972 mit Super Zuckerschnecke. Und sie trägt all ihre klassischen Outfits. Alles, was mir jetzt noch bleibt, ist das Cover. Und das ist voller Ölflecken und riecht nach Thunfisch. Sehen Sie? Da klingelt doch was. Mal ehrlich, Mr. Emerson, was soll ich jetzt machen? Noch ein Witz über mein Inventar? Wie ich schon in meiner Bewerbung andeutete, bin ich ein ehrgeiziger Mann und ich erreiche immer mein Ziel. Ein liebenswerter Schurke, wenn Sie so wollen. Wenn ich etwas will, dann nehme ich es mir.
Und ich brauchte einfach etwas, in das ich mein Sandwich einwickeln konnte. Sie können wohl kaum leugnen, dass meine bedingungslose Ehrlichkeit eine weitere Tugend ist, die sich gut in meinem Lebenslauf macht, oder? Tja, dann fang schon mal an, diese Kritzelei, die du Lebenslauf nennst, auf den neuesten Stand zu bringen, Hicks. Du bist gefeuert! Was? Sie meinen, einfach so? Was habe ich denn getan? Raus hier! Wow, wow, mal langsam. Sie könnten mir ja wenigstens etwas Kompensation anbieten, oder? Ich will meine Abfindung. Du hast mich eine Menge Geld gekostet, Hicks. Da hätten wir die Schlüsseldienstrechnung, die neuen Schlösser, all die Dinge, die du geklaut hast, inklusive eines PCs. Ich hab ihn doch gesagt, den brauche ich, um meinen Blog zu updaten. Und das macht man ja wohl nicht auf der Arbeit. Ich bin noch nicht fertig. Stifte, Taschenrechner, ja, der Schlüssel zum Büro, den mein Vater mir auf dem Sterbebett überlassen hat. Ich wusste, der hat einen sentimentalen Wert. Sehen Sie, ich passe auf. Das war noch nicht alles. Das war mir auch klar. Klopapier, Tintenpatronen, Glühbirnen. Warum zur Hölle klaust du Glühbirnen? Mr. Emerson, erlauben Sie mir, Ihnen eine Frage zu stellen. Hatten Sie jemals den Eindruck, ein gestörter Irrer kontrolliert Sie? Also, ich schon. Also brauchte ich Glühbirnen, um... Das ist mir scheißegal! Du bist völlig außer Kontrolle! Und meinen Katalog zu ruinieren, war das i-Tüpfelchen, das das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ja, gut. Okay, schön. Versuchen Sie halt, ohne mich klarzukommen. Du bist ja immer noch hier. Sie wollen mich also wirklich nicht bezahlen? Ich erwarte eine Entschuldigung. Also, ich find's einfach ungerecht, ne? Von dem Typen, ne? Ich meine, hier, außerdem braucht er doch überhaupt keine Glühbirnen. Der hat hier Leuchtstoffröhren. Und hier Mr. Wilson. Was? Jetzt darf ich nicht mal hier stehen, um mich um meinen Kram zu kümmern? Was, wenn ich was geliefert haben möchte? Weißt du was, Hicks? Ich war nie in Vietnam. So sieht er aber aus. Ich war bei der Schlacht um Mogadischu. Und glaub mir, ich hab einiges gesehen. Was für ein Zufall. Dasselbe Wochenende habe ich damit verbracht, alle möglichen Sachen in einem Videospiel zu erschießen. Sehen Sie? Wir haben was gemeinsam. Ich denke gerade ernsthaft darüber nach, dir einfach das Herz rauszureißen, es in ein Paket zu stopfen und deiner Mutter zu schicken. Oh, das war's. Ich kündige. Unter solchen Bedingungen kann ich nicht arbeiten. Das wird mir hier einfach zu feindselig. Hau verdammt nochmal ab! Raus hier! Und komm niemals wieder! Okay, okay. Ganz ruhig, mein Großer. Ja, gut. Aber ich kann mir doch wenigstens noch ein Wasser nehmen, oder? Ein Wasserspender. So viele erfrischende Erinnerungen. Kein Durst. Poster und noch mehr Poster. Wird auch gern mit einem großmäuligen Alkoholiker-Roboter zusammenarbeiten. Das wäre so geil. Poster. Ich nehme die Poster nicht mit, klar? Ball. Wilson! Es tut mir leid, Wilson. Ah, die legendäre Super-Zuckerschnecke. Heldin einer ganzen Generation feuchter Teenager-Träume. Tatsächlich habe ich nie einen ihrer Comics gelesen, aber ihr Unterwäschekatalog war natürlich zum Brot einwickeln. Phil. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Spiegellogos ist gänzlich unbeabsichtigt. Klar, natürlich. Der gute alte Mr. Emerson. Immer mit einem Lächeln im Gesicht. Sein Auge macht mir auch gar keine Sorgen. Oh, ich glaube, der ist jetzt echt nicht in Stimmung. Deshalb nehmen wir ihm jetzt auch erstmal das Paket. Das kann ich nicht einfach so nehmen. Nee, das Päckchen muss ich noch ausliefern. Auf der Convention, glaube ich. Päckchen, die ausgeliefert werden sollen. Schätze ich mal. Dann nehmen Sie mit. Ich nehme doch nicht die Päckchen weg. Wer weiß, was da drin ist. Dann nehmen wir wenigstens das, kann mit. Ich nicht ein... Das kann ich nicht einfach so nehmen. Hier, guck, wir haben Ihnen sogar das Papier zurückgebracht. Das gebe ich nicht weg.
Und oder hier, Essen. Das behalte ich lieber. Na gut, verpissen wir uns. Tschüss. Tschüss. Wir haben das nicht nötig. Wir gehen einfach zur Bank. Scheiß Bank. Und hol uns einen Job. Danke. Ich habe schon mal versucht, dir Geld zu kriegen, aber die meinten, ich bräuchte ein Konto. Bin ich Rockefeller oder was? Was gibt's hier denn noch? Mel's Pornshop. Mel's Pfandleihe, Qualitätsschrott zu fairen Preisen. Ist ein bisschen armselig, wenn man da reingehen muss. Ich soll das Schild mitnehmen? Jetzt bleib mal auf dem Teppich, ja? Sieht interessant aus. Sollte da vielleicht einfach reingehen. Jo, das mach doch mal. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Aufnahme. Wir stellen uns jetzt mal hier fröhlich vor die Türe. Und da gehen wir dann in der nächsten Aufnahme hin. Vielleicht können wir alles verkaufen hier in unserem Inventar und kriegen einen Euro oder so. Mal schauen. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Fridge of Games. Tschüss.